Und willkommen zurück bei Cave Story Plus mit das Blonde LP. Schönen guten Tag. So, was ich gerade festgestellt habe, ist, dass unsere Kollegin hier weg ist. Curly. Anscheinend geht's ihr besser. Wir haben noch nicht weitergespielt. Was wolltest du sagen? Scheint so. Und dass es ihr wieder besser geht. Ich hab noch ein bisschen gelevelt gerade. Dass ich alle unsere Waffen wieder auf Level 3 habe. Und ich habe festgestellt, pass auf, jetzt wird's interessant. Warte, welche Taste? So, hier bei unserer Waffe. Da steht Blades. A one-hit projectile. It contains the spirit of King. Das heißt, King lebt wirklich im Schwert weiter. Jo. Finde ich sehr episch. Darum sage ich ja auch, mit diesem Schwert werden wir den Doktor töten. Das habe ich mir vorgesetzt. Unser Kollege King hier ist jetzt mit uns dabei. Ein bisschen mehr. Und wir können jetzt mal den Bonus da oben uns anschauen, was da so kommt. Jetzt können wir sie hochschießen. Ah, okay. Camp. Ah, okay, jetzt sind wir da oben. Open the treasure chest. Ich rate mal, neue Waffe haben wir erst gekriegt. Lebenscontainer hat man immer so. Ich wette mal mehr Munition für den Raketenwerfer, würde ich sagen. Obwohl, die gab es auch so als Container, glaube ich. Ich sag ein spezielles Item. Obtains Arms Barrier. Was ist das denn? Hab ich doch gesagt. Die Chancen waren ja auch gerade nicht schlecht, dass das so ist. Arms Barrier. Weapon Energy Loss from Sustaining Damage is halved. Ah! Oh, das ist aber extrem wichtig, dass wir den gefunden haben. Ist ja besser als jedes Lebensupgrade, das Ding. Und wir bekämpfen die Hüttengaudi hier. Dreh mal weiter, würde ich sagen. Wo soll es denn lang gehen? Oh. Da müssten wir drauf hüpfen, ganz geschickt. Zum Glück können wir es leichter machen, sage ich mal. Ich muss mal kurz pausieren. Ganz kurz Pause drücken hier. Bei X-Fire macht hier ständig Updates, das geht mir tierisch auf den Nerven. So, warte mal. So, okay, machen wir weiter. Aber eine coole Idee. Solche Einlagen hier. Die Passagen. Und jetzt steht da, du musst den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Oh, what the fuck? King, kümmer du dich drum. Feuer! Sieht aus wie... Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Metal Gear. So ein altes. Kann sein, dass es im Spiel viele Anspielungen gibt. Ja, vor allen Dingen eben Balrog, ne, in Form von Sam Balrog Fischer, ne? Du hast Kings Waffe runtergemacht. Ach, ich kann hier rüberhüpfen, ich glaube schon, wie ich da vorbeikomme. Ja, unser King hier. Warte, Bosskampf? Kämpfen wir jetzt wirklich Metal Gear? Oh, fuck! Ha! Der fährt mich einfach mal platt. King, 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 King.
Das macht mir Schaden, das Ding. Wie soll man das Teil besiegen? Und da kommt wieder Balrogs Froschkampfmusik hier. Du willst mich doch verarschen. Wie soll man das besiegen? Was hast du denn mal vorhin gesagt mit Weg zurückgehen? Ich bringe Unglück. Mach was. Man kann es auch als Blick in die Zukunft betrachten. Habe ich das Upgrade geholt? Warte mal, nochmal zurückgehen und reinschauen. Guck doch einfach in den Inventar. Nein, habe ich nicht. Okay, Stille kehrt ein, wir sollten mal irgendwas sagen. Ich sag mal, vielleicht treffen wir Balrog wieder. Open the treasure chest. Obtain the arms barrier. Ja. Soll ich mal gucken, wie man dieses komische Gefährt da besiegt? Ach was. Okay. Ich wäre nicht die Nacht, wenn ich sie selber könnte. Sagte er und starb danach 10 Tode. Blick in die Zukunft. Okay. Einmal versuchen wir es noch und dann schauen wir vielleicht wirklich mal nach, falls wir es nicht schaffen sollten. Oh! Sollte das gerade ein Satz oder so ein Wort sein? Das weiß nur der liebe Herrgott. So, was, King, komm. Oh fuck, mein Raketenwerfer. Okay. So, schauen wir uns das Ding mal genauer an. Wo kann das wohl Schaden nehmen? Entweder diese seltsamen grünen Leuchten oder in der Mitte, wenn er irgendwo mal was aufmacht. Ich meine, ich habe da eben gesehen, dass er dann das aufgemacht hat. Ich meine auch, warte mal, kann ich hier hoch mal testen? Nee. Da muss ich einfach nur abhauen irgendwo. Nee, Bosskampf, nee, steht da unten in der Position. Oh fuck. Schaden nimmt er nicht. Jetzt macht er damit auf, komm. Der bekommt gar keinen Schaden. Das sehe ich auch, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Fuck, jetzt muss mir irgendwas einfallen. Irgendwas muss uns einfallen jetzt. Jetzt will ich das nicht lange hier. Ich guck mal nach. Du hast ein 3DS, ne? Ja. Cave Story gibt's für 3DS. Ich weiß, hab ich dir mal erzählt die Tage auch. Ach so. Komm. What the fuck, was machen wir? Irgendeine Idee brauche ich schnell.
Kann ich auf die Räder schießen? Weiß ich ja nicht. Warte mal. Nee. Ich habe hier gerade zwei lustige Easter Eggs gefunden. Nein, nicht sagen. Nein. Okay, zur Cave Story gibt's nichts. Kommen wir hier raus? Ne, kommen wir nicht. Aber er kommt da raus. Unlogisch. Wie könnte man das denn schaffen? Ich habe ja schon in der Mitte geschossen, wenn er immer so die Dinger aufmacht, aber das wird kein Schaden, nimmt er da irgendwie. Da ist so ein Pfotensymbol drauf, das ist doch nicht Jenka oder irgendwie so? Genau. Da muss ich irgendwie abhauen, habe ich so ein Gefühl, aber das geht nicht. Mann. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Tja, was machen wir? Mal nachdenken. Warte mal kurz Pause machen. So, wir haben jetzt... Was haben wir hier für Waffen? Raketenwerfer macht keinen Schaden, die Feuerwaffe macht auch keinen Schaden. Kings Schwert macht vielleicht Schaden. Ich muss nur mal testen. Nachdem ich mir mal die Welle abgewehrt habe. Nee, warte mal. Wenn ihr das nächste Mal das Maul aufmacht, dann greife ich ihn mit Kings Schwert an. Oder will ich mal sagen? Jo. Komm. Nee. Macht keinen Schaden. Tja. Das ist jetzt natürlich blöd. Also, ich mache mal kurz Pause. Also, immer nachdenken. Was kann man machen? Wo kann man hinschießen? Was kann man machen? Das Offensichtlichste wäre natürlich, in der Mitte zu stehen, aber da passiert ja nichts. Ich stand ja schon teilweise direkt unter ihm und hab angegriffen. Da ist nichts passiert. Mal nachdenken. Ich nehme mal die Feuerwaffe. Vielleicht macht die ja doch Schaden. Obwohl, die muss man ja nicht kriegen, die Feuerwaffe. Ist ja eine optionale Waffe. Deswegen kann das eigentlich nicht sein. Das ist das Labyrinth, ne? Ja, ich glaube schon. Vielleicht einfach hier drauf stehen. Okay, das geht nicht. In der Sensor gab es noch eine Waffe. Ey. Wir sind ja in der Sensor noch gar nicht wirklich, na wohl, weiß ich nicht. Nee, sowas will ich selber rausfinden, lass mal. Doch, wir waren da schon. Ja, lass trotzdem mal, ich will sowas nicht wissen. Ja, steht doch nicht groß, die Waffe, da steht nur das eine Bit. Lass trotzdem mal. Ach, du scheiß Vieh.
Keine Waffen hat Schaden jetzt gemacht. Alter, ich will den selber schaffen eigentlich, ohne jetzt irgendwie eine Komplettlösung zu suchen, aber... Hier, du weißt ja, der so aussah wie, wie Bayrock, ne? Ey, nicht verraten, das wollen wir selber noch rausfinden, wer das gemacht hat. Oh. Spoiler kann ich überhaupt nicht ab. Das ist kein Spoiler. Natürlich. Nee, lass auch mal, wir finden da zu viel raus jetzt, zu viel Infos. Ich mache an der Stelle einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder. Vielleicht gucken wir eine Komplettlösung an, vielleicht überlege ich mir was. So, bis gleich.